Hallo zusammen, 16. das Let's Play zu Skyrim und ich habe einen Tipp bekommen von einem unserer Facebook Freunde, die uns gesagt haben, weißt du was, Sascha, reis doch mal nach Markant und ja, hier in dieser alten Stadt der Zwerge, die wirklich klasse aussieht, in den Stein gehauen, soll wohl auf der Straße irgendwo ein NPC stehen, der uns ja zu einer sehr besonderen Quest einlädt, denn die führt uns so ein bisschen in die Welt der Dedra ein. Und wenn ich mich nicht irre, ist das der Kerl hier vorne. Wir gehen da jetzt mal hin. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Ich gehöre zu den Wächtern von Stendarr. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Man weiß nie, was einen erwartet. Das Haus des Schreckens, das klingt doch schon klasse. Ich rüste jetzt mal, ich sehe gerade, ich habe die Axt ausgerüstet, wähle mal mein Schwert und dann folgen wir dem guten Mann mal ins Haus. Und ich bin wirklich gespannt, was uns hier erwartet. Also, wenn die Quest schon so gut sein soll. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Hier scheint tatsächlich merkwürdig. Oh, hier fliegt ein Topf in unsere Richtung. Who you gonna call, sag ich nur. Etwas ist hier im Haus. Ja, wir laufen ihm mal hinterher. Auf den Grund. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid! Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Stendarrs Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Wow, also hier geht's wirklich ab und eine Stimme sagt uns, dass unser ja, Gegenüber schwach ist und wir ihn vernichten sollen. Ich höre gerne auf die Stimme in meinem Kopf, also her mit dem Feuer und dann vernichten wir unseren Begleiter mal hier. Ja, wo ist er? Läuft um mich herum, hat aber keine Chance. Da geht er zu Boden. Ja, eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Weiter unten. Die Belohnung wartet im Keller, aber erstmal schauen wir, was der Gute dabei hat. Ja, ein paar Gegenstände, die ganz ordentlich aussehen, schnappe ich mir mal. Kann ich immer noch verkaufen, relativ hoher Verkaufswert hier 1000. Ja, sowas nehme ich gerne mit, den Streitkolben auch mal. Und dann schauen wir mal, was uns im Keller erwartet. Also, das war hier eine Stimme hören, die zu uns spricht und sagt, wir sollten unser Gegenüber erledigen. Ja, erlebt man nicht so häufig. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Ja, derzeit benehmen wir uns nicht gerade wie der große Held von Skyrim, wenn wir mal ehrlich sind. Also letztes Mal zum Werwolf geworden. Oh, und hier haben wir einen Daedra-Schrein entdeckt. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja, rostiger Streitkolben sieht nicht besonders klasse aus. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Rache! Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben.
Er kommt, um Boethias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Gut, wir haben also eine Aufgabe bekommen, ja, hier angewiesen von einem der Daedra-Fürsten. Und ja, wer Oblivion gespielt hat, also die Elder Scrolls 4, der ja, wird genau die Daedra kennen, denn die waren da ja ein großes Thema. Wir waren ja auf der Oblivion-Ebene da unterwegs, immer wieder durch diese Oblivion-Tore. Und ja, da leben ja diese Daedra-Fürsten, ja nahezu göttliche Wesen. Wenn sie auch nicht unbedingt was Gutes im Schild haben. Ich ziehe hier mal den guten Kerl weg, falls jemand ins Haus kommt. Ja, und dann schauen wir, was hier in der Truhe noch drin ist. Und die Daedra fand ich immer besonders interessant und ja, ich glaube, das wird sich also jetzt nicht großartig ändern. Also alleine diese Quest jetzt wieder, also danke nochmal. Ich habe leider vergessen, wer den Kommentar abgegeben hat. Aber ich möchte mich da wirklich bedanken, denn die Quest bisher ist schon sehr, sehr vielversprechend. Und ja, ich rufe jetzt mal die Karte auf, gucken mal, wo wir hin müssen, wo dieser Priester sich versteckt. Wo ist er? Ja, ich rufe hier mal den Questlog ganz kurz auf. Lass mir seinen Aufenthaltsort an der Karte anzeigen. Ja, und da ist er. An dem Ort, den ich noch nicht entdeckt habe. Das heißt, ja, ich reise jetzt mal zu den Eishauchtiefen und mache hier einen Cut und spare uns mal ein bisschen den Weg. So, ja, wie ihr seht, ich habe hier einen kleinen Cut gemacht, habe uns ein bisschen den Weg gespart, da ich jetzt nicht, ja, 3-4 Minuten durch die Wildnis reiten wollte. Und da vorne scheint unser Zielort zu sein. Ich schleiche mich hier mal an, aber ich sehe gerade, ich werde entdeckt. Also das Auge zeigt es ja. Sehe bisher aber noch niemanden. Ja, sieht nach einer großen Festung aus, wo wir rein müssen. Ja, und da hinten kommt jemand angelaufen. Das heißt, ich rüste jetzt mal schnell meinen Bogen aus. Versuche hier mal auf die Entfernung ein bisschen was gut zu machen. So, zack. Und übrigens, was ich noch nicht erwähnt habe, seit heute... Ja, schön, dass Schattenmähne mir hier zu Hilfe kommt. Seit heute ist übrigens Patch 2.0.1 auf der PS3 verfügbar. Und der läuft jetzt hier direkt. Also ich habe den knapp 93 MB groß, habe den heute beim Systemstart runtergeladen. Und wer Probleme mit Rucklern hatte, also die ich bisher eigentlich noch nicht hatte, so minimale kleine Ruckler immer, aber selbst diese kleinen Ruckler sind weg. Also das Spiel läuft deutlich besser. Also wenn der Patch, ja, wenn er heute die PS3 einschaltet, dann könnt ihr den runterladen. Ich denke, für die anderen Plattformen wird er auch in nächster Zeit verfügbar sein. So, dann gehen wir mal rein in die Bruchturmschanze und ja, jetzt hier ducke ich mich natürlich mal. Denn ich will natürlich nicht entdeckt werden, will den Schatten weiterhin ausnutzen. Das heißt, an meinem Spielziel hat sich nichts geändert. Ja, ist da jemand? Ja, da steht jemand. Schleichen wir mal ein bisschen näher ran. Sind hier schön im Schatten. So, ich lege jetzt mal meinen Bogen an. Ich sagte, ich lege meinen Bogen an. Und will jetzt mal ganz kurz gucken bezüglich Zaubertränke, ob ich da irgendwas dabei habe, was vielleicht mir mehr Stärke verleiht. Was heißt, ich mache natürlich deutlich mehr Schaden. Ja, scheinbar nicht. Also eine Menge Tränke dabei und Tränke wiegen nicht viel. Das lohnt sich wirklich immer, die mitzunehmen. Ja, dann versuchen wir es mal so, den Gegner zu erledigen. Ja, ein gezielter Schuss sollte reichen. Perfekt. Und jetzt an diesem minimal geöffneten Auge, beziehungsweise Fadenkreuz, seht ihr, dass ja Gegner alarmiert sind, haben mich aber noch nicht entdeckt. So, das heißt, wir warten jetzt mal, dass die da runterkommt. Ja, ein Treffer. Oh, noch einer noch, einer noch. Komm. Ja, da haben wir es auch erledigt. Eine weitere Wache sehe ich jetzt hier nicht. Schauen wir mal, was sie dabei haben. Pfeile nehmen wir mit. Ja, abgeschworenen Bogen nehme ich auch mal mit. Den Stahldolch auch. So, und jetzt schaue ich mal ganz kurz, denn ich glaube, ich habe nicht die guten Pfeile ausgerüstet. Orkischer Pfeil, was haben wir hier noch? Stahlpfeile machen nur 10 Schaden, Zwergenpfeile 14. Aber ich glaube, ich habe auch noch elfische Pfeile dabei. Ja, die machen 16 Schaden, die rüste ich jetzt mal auf. Also es lohnt sich wirklich, bei Pfeilen zu gucken, wie viel Schaden die machen. Denn wenn ihr die ganze Zeit nur diese Stahlpfeile nutzt, was im Grunde genommen die günstigsten Pfeile sind, dann ja, verpasst ihr einiges. So, beziehungsweise lasst auch eine Menge Damage liegen. So, gehen wir mal raus.
Geht doch nicht raus, ging nur durch die Tür. Schöne Lichteffekte hier. Ja, Nebel im Raum. Und, oh, ja, da war mal wieder eine Falle und sie hat mich fast erledigt. Also immer das Gleiche. Ich weiß nicht, in wie viele Fallen ich schon gelaufen bin. Ja, muss jetzt mal ganz kurz meinen Heilzauber ausrüsten. Hab da mittlerweile zwei von. Bei Wiederherstellung sind die drin. Ja, Schnellheilung nutze ich mal. Sollte mir an der Stelle helfen. Muss hier ja keinen Trank verschwenden. Ja, also hier so ein typischer Moment. Also ich weiß wirklich nicht, wie oft es mir passiert ist, dass ich auf so einen Schalter gelaufen bin. Da ist er. Laufen wir mal vorbei. Ja, doof. Also es lohnt sich wirklich aufzupassen. So, jetzt schleichen wir mal nach vorne. Ah, also ich bin mir fast sicher, dass hier irgendwo Gegner rumlaufen. Rüste auch hier mal schnell meinen Bogen aus. Ja, bisher sehe ich noch niemanden. Ach, da hinten kommen sie. So, dann legen wir direkt mal den Bogen an. Und jetzt sollte... Ja, dann einer hat nicht gereicht. Dann nehmen wir einen zweiten noch. Wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich diesen Zeitverlangsamungsskill gekauft habe, dass ja ich so einen kleinen Vorteil gegenüber Gegnern habe. So, knacken wir die Truhe mal. Ja, ein bisschen orkisches Schwert. Sieht zumindest klasse aus. Unsere Skills verbessern sich auch. Hier nehmen wir den Geldbeutel mit. So, und dann, ja, scheint's, ja, gucken, was hier noch drin ist. Ja, ein Giftrezept, Furcht, sehr schön, Gold nehmen wir auch mit. Seelensteine nehme ich auch mit, beim übernächsten Mal, denn ich denke nicht, dass wir hier die komplette Quest in diesem Let's Play schaffen, aber beim übernächsten Mal werde ich, euch mal ein bisschen was zu Seelensteinen und Verzauberungen erzählen, denn ich glaube, das ist für viele Spieler relativ interessant. So, da hinten ist jemand, hier geht's hoch, schleichen wir erstmal hoch. Ah, mal schauen. Ja, steht da jemand? Ja, da steht tatsächlich jemand. Legen wir mal schnell den Bogen an. Ah, verflucht daneben. Ja, also hier habe ich gerade keine Chance, da ich nicht im Schatten bin. Nutzt dann meine Zauber. Meine Schreie. So, hat mir geholfen. Jetzt erledigen wir den da hinten noch. Und dann machen wir an dieser Stelle, also ich bin jetzt bei knapp, ja, 12, 13 Minuten, machen wir hier mal einen Cut. In nächster Zeit werden die Teile immer so um die 12, 13 Minuten gehen. Dadurch kann ich einfach deutlich mehr hochladen und es gibt nicht immer diese großen Wartezeiten von 3 bis 4 Tagen zwischen den Teilen. Die letzten Teile waren deutlich größer mit 20, 25 Minuten. Also morgen der nächste Teil und dann hoffentlich können wir die Quest abschließen und übermorgen dann die Quest zu Verzauberung, weil ihr auch danach gefragt habt.